Heute möchte ich euch das Muster Seton von Chris Letourneau, ich hoffe, das wird so gesprochen, zeigen. Ihr fangt mit einem, mit so Strichen an, zwei Stück nebeneinander, so dass es wie wie so ein Tunnel wirkt. Dann in einem Abstand nochmal zwei nebeneinander und in ungefähr dem gleichen Abstand könnt ihr jetzt nochmal zwei nebeneinander machen. Jetzt bin ich ein bisschen kurz geraten, weil man das jetzt auch in die Richtung nach unten macht. Deswegen ziehe ich die hier gerade mal noch ein Stück länger. Wenn ihr so Linien ansetzt, damit man das nicht sieht, dass ihr da angesetzt habt, fangt am besten ein bisschen weiter hinten an und geht langsam mit dem Stift runter und setzt erst nach und nach auf das Papier auf. So ist das. So sieht man halt eben relativ wenig, dass da ein Stück von dem Strich angesetzt wurde. So, jetzt machen wir das in die andere Richtung auch noch. Hier ist es so, dass ihr auch mit den Linien drüber gehen könnt. So, ungefähr der gleiche Abstand, so dass sich ungefähr ein Quadrat ergibt. Das ist das Originalmuster. In den Variationen könnt ihr natürlich nachher machen, was ihr wollt. Da könnt ihr die enger zusammen machen oder weiter. In dem Originalmuster ist das so, dass das ungefähr ein Quadrat ergibt, damit die Kreise, die man jetzt gleich hier reinmacht, dann auch relativ rund wirken. Und so sucht ihr euch hier die Mitte des oberen Striches aus, setzt an und zieht in einem Bogen ungefähr zur Mitte von dem seitlichen Strich. Und das Ganze nach unten auch. So ein schöner Bogen, ungefähr. Wenn es nicht ganz passt, ist auch nicht schlimm. So, das macht ihr jetzt überall. Seht ihr, hier trifft es sich ungefähr. So, und hier nochmal nach unten. Und hier auch, also immer ungefähr gucken, dass ihr in einem gleichen, schön gerade untereinander ansetzt, damit das dann auch nachher schön zusammenpasst. So, und auch hier an der Seite versuche ich, den gegenüberliegenden Part zu treffen. Wie gesagt, wenn das nicht ganz passt, ist auch nicht schlimm. So ist aber ein relativ runder Kreis hier entstanden. Und wenn ich das jetzt gleich hier nochmal mit den Innenkreisen fülle, also auch nochmal in einem Abstand, guckt, dass ihr ungefähr den gleichen Abstand habt, sodass auch hier sich wieder die gegenüberliegenden Striche treffen. So, und auch hier. Dann kann man jetzt schon sehen, der Kreis gehört ungefähr zusammen. Das machen wir jetzt bei allen anderen auch. Hier ist es natürlich jetzt kein ganzer Kreis mehr. Wenn das Muster jetzt größer wäre, würde man das jetzt noch weiter sehen, dass man das Gefühl hat, die Kreise gehören zusammen, weil die halt eben gerade hier aufeinandertreffen. Dass das halt eben auf der anderen Seite von den senkrechten und waagerechten Strichen ungefähr der gleiche Abstand ist und sich auf der anderen Seite mit dem nächsten Viertel trifft. Im Grunde genommen habt ihr das ja hier alles geviertelt und macht jetzt in den Vierteln einfach die Abstände. Ist auch am besten, wenn ihr jetzt hier so einen Abstand macht, dass ihr direkt den auf der anderen Seite mitmacht, weil dann seid ihr schon ungefähr mit dem Stift gleich, dann ist das nur noch hier so ein gerade rübergehen und ihr habt ungefähr den gleichen Abstand getroffen. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Das Einzige, was bei dem Muster jetzt noch im Original ist, dass hier die sich überlappenden senkrechten und waagerechten Balken, die Quadrate, die hier entstanden sind, oder die Fastquadrate, in Schwarz ausgefüllt werden. So. Und das letzte. Jetzt könnt ihr natürlich noch verschiedene Variationen von dem Muster machen.
Ihr könnt hier zum Beispiel noch weiter ausfüllen. Also jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir das mal gerade machen. Ich nehme mir einen Bleistift und fülle jetzt zum Beispiel hier einfach nur die Innenteile aus. Dann wirken die Kreise nochmal hervorgehoben und kommen besser zur Geltung. Innerhalb von den Kreisen könntet ihr jetzt zum Beispiel dann auch noch Muster machen oder ihr macht hier in den Flächen, die ich jetzt gerade schattiere, noch Muster rein. Also man könnte jetzt ja zum Beispiel auch statt zu schattieren einfach hier noch so ein ja, so ein Rautenmuster reinmachen. Ich schattiere das jetzt einfach mal zu Ende, damit man das schöner sieht, wie das im Ganzen wirkt. Aber da sind euch ja keine Grenzen mehr gesetzt. Abgesehen von den Flächen, die ihr hier noch füllen könnt mit Mustern oder mit Schattierungen, könnt ihr natürlich auch in den senkrechten oder waagerechten Balken Muster einfügen oder Schattierungen oder auch in den Kreisen selber in den Abständen, die hier entstanden sind. Die können natürlich auch alle noch mit Mustern gefüllt werden. Vielleicht, also ihr könnt entweder engere Muster nehmen, die dunkler wirken. Da kann man dann, also ich würde es zum Beispiel so machen, dass ich entweder die Kreise in einem dunkleren Muster fülle oder die senkrechten oder waagerechten, damit nicht alles dunkel wirkt und damit man diesen Unterschied besser sieht, dass da andere, ja, Formen dargestellt werden. So, wenn ich jetzt meinen Wischer gerade noch finde, dann könnte ich das auch noch verwischen. Ansonsten mache ich es jetzt gerade auf die Schnelle mit dem Finger. Das ist ja nur ein Beispiel. So, und das ist auch schon das Musterseton. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachzeichnen und ich hoffe, ihr zeigt vielleicht auch ein paar Muster oder Zentangel oder Zendudel, je nachdem, wie man es nennen mag, wo ihr das Muster benutzt habt. Hat dir meine Mustererklärung gefallen? Dann gib mir doch einen Daumen hoch und teile das Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!